große Menschen ohne Grenzen, ohne Limit. Nehmen sie sich aus, nehmen sich's heraus. Will nicht anklagen, will wagen, will fragen. Wie sieht's bei mir aus, wie komm ich da? Er kommt ursprünglich aus dem Erzgebirge, ist angehender Religionslehrer und der aktuelle Sieger von The Voice of Germany, Samuel Rösch. Vor gut 4 Monaten hat Samuel bei der Fernsehshow gewonnen. Eine Teilnahme bei einer Castingshow hatte er für sich eigentlich immer ausgeschlossen, doch es kam anders. Also ich habe davor Religionspädagogik studiert und da auch bei dem Professor Gesangsunterricht und Klavierunterricht gehabt. Und der hat dann seit dem ersten Semester gesagt, hey Samuel, mach doch da mal mit irgendwie. Ich glaube, deine Stimme, die bewegt viele Leute, trau dich das mal. Und ich war relativ zurückhaltend, wollte das nicht unbedingt und habe mich dann erst im 7. Semester dann auf seinen Hinraten mich da angemeldet sozusagen. Mit seinem Coach Michael Patrick Kelly verbindet ihn mehr als nur die Leidenschaft zur Musik. Michael Patrick Kelly hat seinen Glauben sehr offen gelebt. Das war sehr schön, auch da jemanden zu haben, mit dem man einfach Glauben teilen kann. Und ganz speziell wir beide, also er und ich, haben vor dem Finale noch gemeinsam gebetet und auch mit dem Vater Unser abgeschlossen. Das war noch so eine Wellenlänge oder einfach eine Ebene, die uns da noch zusätzlich zur Musik verbunden hat. In der Fernsehshow hat Samuel fast nur auf Deutsch gesungen. Eine Entscheidung, die der 24-Jährige ganz bewusst getroffen hat. Für mich war relativ klar, ich möchte Deutsch singen. Ich möchte Texte, die wirklich auch tief gehen, die wirklich was zu sagen haben, singen. Und das habe ich immer so gesagt. Ich war immer ehrlich mit dem, was ich wollte und auch was ich nicht wollte. Und das war, glaube ich, das Wichtigste. Erste Berührungspunkte mit der Musik hatte Samuel durch die evangelische Gemeinde in seinem Heimatort Großrückerswalde. Ein Leben ohne Musik, für Samuel undenkbar. Also mir würde eine Ausdrucks- oder die Ausdrucksmöglichkeit fehlen, um mein Innerstes zu teilen. Ich glaube, es würde ein Stück weit stumpf sein. Also ich müsste eine neue Ausdrucksmöglichkeit finden, um auf eine Art und Weise, wie sie einfach so gekommen ist, zu teilen, was mir wichtig ist und wo mein Herz, für was mein Herz brennt. Das wäre, glaube ich, das Schwierigste. Samuels Glaube ist für ihn der Dreh- und Angelpunkt in seinem Leben. Nicht nur auf der Bühne, auch im Alltag. Also im Alltag zeigt sich eigentlich der Glaube ganz konkret, indem ich Bibel lese, bete, so die Klassiker, sage ich mal. Und wenn man es auch einrichten kann, in Gottesdienste gehe, auch mit meiner Frau gemeinsam da stille Zeit habe, Bibel lese, gemeinsam bete, mich darüber austausche. Das sind so die Sachen, wo ich Glaube im Alltag leben kann. Der Glaube gibt Samuel Antworten auf für ihn wichtige Lebensfragen. Religionslehrer oder Musiker, Samuel sieht beide Berufe als seine Berufung an. Die Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin, ist so irgendwie eine Existenzfrage. Ich für mich kann die damit beantworten, dass ich geschaffen bin von Gott und zu ihm hingehe irgendwann. Das ist die Antwort. Samuel Rösch hat seine Botschaft für die Welt gefunden. Ob er diese als Lehrer oder Musiker weitergibt, das wird die Zukunft zeigen. Vom Ich zum Du.